So Leute, da sind wir wieder bei Uncharted 3, Drake's Deception. Moment, hier steht sogar noch was auf dem Notizzettel drauf. Das will ich lesen. No credits, so don't ask. Was steht es? Strictly? Ach, keine Ahnung, ist ja auch nicht so wichtig. Hier steht auch etwas Schönes drauf. Aber gehen wir weiter zu Sully. Los, Sully. Haltet sie! Ich hab den alten Knacker! Oh, hier geht es gleich schön weiter mit der Schlägerei. Wen nennt er hier überhaupt alter Knacker? Also, ich bin kein alter Knacker und Sully ist doch auch gerade in der Blüte seiner Jugend. Was? Was? Die sind schon K.O.? Das ist jetzt aber ein Witz, oder? Das war nicht gerade schwer. Gehen wir weiter. Oh, verdammt. Komm her, komm her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey, 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 hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Nicht. Bleib unten. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue Ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Oh. Tata! Oh nein! Oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? El Pirata Francis Drake. Und los geht's. Und wir spielen hier gerade, ich glaube, das sollte euch allen klar sein, den jungen Francis Drake, also was Francis Drake, nicht Francis Drake, sondern Nathan Drake. So, schauen wir mal, was im Tagebuch von Francis Drake drin steht. Oh, wunderschön, dort ist ein Bild von ihm. Gehen wir rüber. Ja, die Karte kennen wir, glaube ich, auch schon aus dem zweiten Teil. Eigentlich sollten wir alles schon aus dem zweiten Teil kennen, denn schließlich ist das, glaube ich, das genau gleiche Tagebuch. Nun gut, da sind nur ein paar schöne Skizzen drin. Ich habe übrigens während der Zwischensequenz bemerkt, dass ich die Untertitel vergessen habe anzumachen. Das habe ich noch getan. Die werde ich auch anbehalten. Auch wenn sie nicht immer nötig sind, aber sie bleiben an, damit, wenn man etwas nicht versteht, damit man es auch nachlesen kann. Gut, sieht ja nicht gerade gut von unseren beiden Helden
Oh, noch ein kleines Schätzchen. Was ich übrigens ganz cool finde, hier im dritten Teil, früher bei Uncharted 1 und 2 wurden die Schätze ja nur als blinkende Punkte angezeigt. Jetzt, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass das grün ist und ihr seht, also der Schatz ist in der Umgebung schon so zu sehen, wie er dann auch wirklich ist. Also wenn ihr einen Ring als Schatz findet, dann seht ihr dort auch einen Ring und nicht irgendwie einen blinkenden Punkt. Finde ich ganz cool. Ist jetzt nicht wirklich weltbewegend, aber ist doch eigentlich ganz nett. Wir können uns hier die Vitrinen durchschauen, sind auch teilweise interessant, aber wir suchen natürlich, spoilere ich, wenn ich es sage, ich habe das schon gespielt, diesen Kapitel. Wir suchen diesen Schatz erst einmal. Wir haben ihn auch gefunden. Der ist hier schön versteckt. Hier sind noch ein paar Besucher und wir sind in Columbia. Ja, muchas gracias, Columbia. Vielleicht ist das, was wir suchen, hier oben. Wer weiß, amigos, amigas. Wir suchen etwas als kleiner. Francis Drake. Nee, nicht Francis Drake. Nathan Drake. Und ich habe ja im zweiten Teil mal nachgefragt, ob jemand von euch weiß, wie alt der liebe Nate Drake, Nathan Drake, wie auch immer ist. Eine von den Vitrinen muss es sein. Hallo, Hombre. Wie geht es dir? Hast du gute Gras, aus Kolumbien? Nee? Hast du nicht Zigarre, nix? Okay, gehen wir weiter. Und irgendjemand von euch... Können wir da... Oh, wir können das sogar drehen. Irgendjemand von euch hat mir gesagt, dass er 35 Jahre alt ist. Und wenn ich jetzt mir so überlege... Der kleine Bursche sieht schon irgendwie so wie 15 Jahre alt aus. Ja, das könnte hinhauen. Und das ist ja eine Rückblende von 20 Jahren. Also könnte es durchaus stimmen, dass der liebe Drake, also der Nathan Drake... Ah, oui, minutos. Muchas gracias, hombre. Dass der liebe Drake... 35 Jahre alt ist. Schauen wir uns die Vitrine an. Ratita callejera. Suélteme. Su clase de gente no es bienvenida aquí. Quédate afuera. Pendejo. Ah, idiota. Ist er ja. Da ist er ja, der schöne junge Mann mit seinem schwarzen Haar. Wer könnte das überhaupt sein, dieser Typ, der gerade im Museum vorher war? Also, ähnelt er irgendjemanden, den wir vielleicht kennen könnten? Ich weiß es ja nicht. Wenn ihr es wisst, dürft ihr es mir natürlich in den Kommentaren unten sagen. Aber er sieht schon irgendwie ziemlich jung und sportlich aus und wir haben einen weiteren Löffel. So, aber wir müssen Le Cojones finden. Ich muss dranbleiben. Ja, wir müssen Cojones finden. Nee, was sind Cojones? Ich glaube, das Wort gibt es wirklich im Spanischen, aber ich habe keine Ahnung, was Cojones sind. Auf jeden Fall labere ich halt nur irgendwas, was ich halt weiß. Ja, da ist er.
Muchos amigos. Wir müssen uns verstecken hinter dem Auto. Von Polizia. Ah, rüber, schnell. Oh, aufpassen auf die Früchte. Oh, schöne Birnen. Schmecken gut. Und voller Vitamine, die Birne. Ja, ja, ums Eck kennen wir auch schon. Ah. Oh, ich darf doch, oder? Muchos delicatos. Ah, Idiota. Ja, war eh verfault. Ah, verfault, immer gut, mit gut Vitamin. Ich höre schon auf, mit dieser Stimme zu reden, wenn es doch nervt. Aber es passt so gut, weil wir sind in Kolumbien und Kolumbien. Wo ist der hin? Keine Ahnung, wo könnte er hin sein? Vielleicht hier, wer weiß. Nein, hier natürlich nicht. Hier ist er natürlich nicht. Hier oben lang können wir nicht. Also gehen wir einfach mal hier durch. Finde ich auch schön, dass es laggt. Moment kurz. Okay. Ey, hombres. Ein Vorschlag. Es laggt zu sehr. Ich weiß nicht, wieso es laggt. Aber wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis dann, Leute. Man sieht sich. Und schönen Tag noch. Im nächsten Part wird es dann zu 100% nicht mehr laggen. Also, man sieht sich, Leute. Schönen Tag noch. Und tüdelü.